Ja, im letzten Video haben wir ja schon die ersten Medien, Übertragungsmedien kennengelernt. Und in dieser Session wollen wir uns ein bisschen darum kümmern, wie wir diese Medien dann auch letzten Endes verlegen. Und in der Regel sollte man das so machen, dass das sehr strukturiert, sehr einheitlich, sehr schön aussieht. Auf diesem Bild sehen wir jetzt mal, wie sowas gewachsen aussieht. Das ist der Serverschrank hier in der Hochschule. Auch das ist strukturiert. Man kann es vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen, aber da ist eine Idee dahinter. Sowas wächst aber natürlich mit der Zeit auch und man muss hin und wieder mal nachschauen, dass man tatsächlich seine strukturierte Verkabelung auch im Griff behält und immer mal wieder kontrolliert, dass das alles nicht aus dem Ruder läuft. Also selbstverständlich ist das alles gut dokumentiert und zwar auch nach einer Industrienorm oder einer europäischen Norm. Wir sehen es hier, das ist die 50173/2011 und das Wesentliche an dieser Norm ist, dass es dort eine Einordnung der Verkabelung in verschiedene Hierarchieebenen gibt und diese Hierarchieebenen gehören entweder topologisch zusammen oder die gehören administrativ zusammen und das sind so die wesentlichen Punkte, die man daraus entnehmen kann. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Praxis an, wie wir auf drei unterschiedlichen Hierarchieebenen dort das Ganze topologisch strukturieren. Ja, wir sehen hier eine klassische Tertiärverkabelung, also von der Dose zum Endgerät. Und hinter der Dose, ganz klar, gehen die Kabel dann eben weiter auf die Verteilung. Und das sehen wir jetzt hier, dass eben dort die orangenen Kabel auf ein Patchfeld aufgelegt werden. Das bedeutet, die einzelnen Adern werden nochmal wieder aufgesplittet. Und auf der Vorderseite dieses Patchfeldes könnte man dann eben ganz normal, wie wir es auch jetzt sehen, die normalen Cat7-Kabel wieder anschließen. Von dort aus würde es dann weitergehen in einen Switch beispielsweise, wie wir das jetzt in dieser Einstellung hier auch sehen, und dann von dem Switch eben ins Endgerät oder zu den Servern oder wo auch immer hin. Wenn man dann eine weitere Etagenverteilung haben möchte, macht man das idealerweise mit Glasfasern. Das sehen wir hier. Diese Glasfasern würden dann in unserem Fall auf einen Medienwandler gehen, von diesem Medienwandler dann weiter über ein Kupferkabel wiederum in einen klassischen Switch oder auf ein Patchfeld und von dort geht das Ganze weiter dann eben in die Gebäudeverteilung und von dort auf die verschiedenen Etagen. Ja, genau das haben wir gerade vorhin in der Praxis gesehen. Es gibt also diese drei Bereiche. Zunächst einmal das Gebäude, die Gebäude-zu-Gebäude-Verbindung, die so in der Größenordnung auf einem Firmengelände zwischen 900 und 1500 oder 2000 Meter und mehr sein kann. Dann haben wir den zweiten Bereich, den Sekundärbereich innerhalb eines Gebäudes, der typischerweise so im Bereich von 500 Metern liegt, also Etage-Etage-Verkabelung. Und der dritte Bereich, das ist das, was wir uns angeguckt haben, als wir sozusagen von dem Laptop aus gestartet sind, ist der Tertiärbereich, also die Verteilung zu den Endgeräten, die bei einer Kupferverkabelung typischerweise so im Bereich von 100 Metern liegt. Genau, und anhand dieser Entfernung können wir auch schon sehen, es reicht eben in der Regel nicht nur, dass wir uns bei der strukturierten Verkabelung Gedanken einfach nur um die Kabel, um die Medien machen, sondern wir müssen uns natürlich auch ein paar Gedanken machen um die Kopplungselemente. Dazu kommen wir aber später nochmal im Detail. Wenn wir die Medien jetzt einfach mal betrachten auf diesen drei Hierarchieebenen, dann sehen wir in diesem Schaubild schon, es geht zum einen natürlich um die Datenrate, zum anderen geht es auch um die Entfernungen, die wir zurücklegen müssen. Und auf den verschiedenen Hierarchieebenen, primär, sekundär und tertiär, setzt man in der Regel unterschiedliche Medien ein. Ja, wir sehen also hier zum Beispiel in der Primärebene, das heißt also Gebäude-zu-Gebäude-Verkabelung, nehmen wir möglichst dämpfungsfreies Medium, also letztlich Lichtwellenleiter, während wir im Sekundärbereich, also zwischen den Etagen, meistens auch schon Lichtwellenleiter nehmen, aber auch Kupfer nehmen können und im Tertiärbereich, insbesondere im Bereich zwischen den Kopplungselementen und den Endgeräten, verwenden wir in der Regel ausschließlich Twisted Pair.